dramatische Naturgewalten. Karge Landschaften. Ewiges Eis. Island ist 2,5-mal so groß wie die Schweiz und im Landesinneren weitgehend unbewohnbar. Wir finden, wir leben im schönsten Land der Welt. Und das ist natürlich etwas komisch, wenn man sich hier umsieht und wenig Vegetation und nur Wüste sieht. Nur 340.000 Menschen leben im am dünnsten besiedelten Land Europas. Aber wie konnten hier über Jahrhunderte Menschen überleben? Und was macht eine solche Natur mit ihnen? Diese gnadenlose Insel, auf der wir seit 1100 Jahren leben, hat uns extrem verändert. Die Isländer sind unerschrocken. Das 5 Grad kalte Wasser hält sie nicht vom Schwimmen im Meer ab. Mütze und Handschuhe wirken wie ironische Accessoires. Das anschließende Bad im Hot Tub dient nicht nur dem Aufwärmen, sondern auch dem Austausch von neuestem Klatsch und Tratsch. Die Isländer sind einfach anders. Wir gelten als interessant. Im Ausland sagen die Leute, oh, ihr seid Isländer, wirklich? Die Isländer sind ein flexibles und spontanes Volk, das im Moment lebt, weil man hier schon wegen des Wetters nichts planen kann. Die extreme und wechselhafte Natur hat ihre Mentalität geprägt. Die Einsamkeit der weiten, unbevölkerten Landstriche ist ein Bestandteil ihres Selbstverständnisses. Immer mehr Isländer tauschen die Einsamkeit auf dem Land gegen die Gemeinsamkeit in der Stadt. Mehr als 2/3 von ihnen leben im Großraum Reykjavik. Hier haben viele mehrere Berufe. Nicht nur der Torwart der Nationalmannschaft, der auch als Filmregisseur arbeitet. Wie sonst könnte ein so kleines Volk alle Aufgaben einer ganzen Nation bewältigen? Aber die Überschaubarkeit der Population hat auch noch ganz andere Aspekte. Alle Isländer sind mehr oder weniger miteinander verwandt, auch weil es 1000 Jahre lang wenig Zuwanderung auf dieser isolierten Insel gab. Da die Gesetzgebung früher vorschrieb, dass man Verwandte finanziell versorgen muss, wurden Verwandtschaftsdaten von Anfang an erfasst. Die Einträge aus alten Kirchenbüchern und Einwohnerregistern werden hier im Forschungsinstitut Decode Genetics digitalisiert und in einer Datenbank erfasst. 2003 wurde die Datenbank für alle Isländer freigeschaltet. Die Ahnenforschung hat sich seitdem zu einem Lieblingshobby auf der Insel entwickelt. Vor allem die jungen Isländer nutzen das isländische Book quasi als Anti-Incest-App, wenn sie ein Date haben und vermeiden wollen, eine Liebesbeziehung mit einem nahen Verwandten einzugehen. Man muss nur beide Namen eingeben, und dann spuckt die Datenbank den Verwandtschaftsgrad aus. Wir sind über meinen Vater und meine Großmutter und seine Mutter und seinen Großvater verwandt. Aber nur in der 8. Generation. Es ist nicht sehr eng. Wir sind also eigentlich nicht wirklich verwandt. Das sind sehr gute Nachrichten. Im Jahr 874 ließen sich die ersten Siedler auf der unwirtlichen Insel im Norden nieder. Der Historiker Viðar Pálsson räumt mit dem Wikinger-Klischee auf, das häufig mit der Besiedlung Islands in Verbindung gebracht wird. Island wurde nicht von den Wikingern besiedelt, sondern von einfachen Bauern. Sie kamen aus Norwegen und vielleicht auch aus anderen Teilen Skandinaviens. Viele von ihnen kamen von den britischen Inseln, wo schon seit längerer Zeit Skandinavier eingewandert waren. Auf den britischen Inseln mischten sie sich mit den Kelten. Genetische Studien haben gezeigt, dass es sehr viele keltische Elemente im isländischen Genpool gibt. Die Isländer sind stolz auf ihre Errungenschaften. So wurde etwa das erste Parlament der Welt hier gegründet. Im Jahr 930 kamen die Siedler aus allen Teilen der Insel zusammen, um über gemeinsame Angelegenheiten zu beraten, Gesetze zu erlassen und Recht zu sprechen. Das sogenannte Alting war geboren. Als Ort für diese Volksversammlungen wurde Thingvellir, 60 Kilometer nördlich von Reykjavik, ausgewählt. Auch heute noch ist der einstige Schauplatz der ersten Parlamentsversammlung ein fast heiliger Ort für die Isländer. Das heutige Parlament steht mitten in Reykjavik, der nördlichsten Hauptstadt Europas.
Die isländische Hauptstadt ist in den letzten Jahrzehnten enorm gewachsen. Mit seinen 120.000 Einwohnern gilt Reykjavik als die kleinste Großstadt der Welt. Metropole mit Dorfcharakter. Die Folgen der Wirtschaftskrise von 2008 scheinen verdaut. Überall wird gebaut. Hypermoderne Gebäude entstehen im Zentrum und am Meer. Die Einwandererquote liegt in Island inzwischen bei 10%. Der Anteil der ausländischen Arbeitnehmer sogar bei 13%. Sie kommen vor allem aus Polen und finden Jobs in der rasant wachsenden Tourismusindustrie. Sie ist es, die das Land wieder aus der Krise geholt hat. Gut 2 Millionen Besucher kamen im vergangenen Jahr nach Island. Und kaum einer lässt diese Sehenswürdigkeit aus. Die Blaue Lagune, das berühmteste Spa der Welt. Ursprünglich sammelte sich in den Becken das Abwasser des nahegelegenen geothermalen Kraftwerks. Und die Isländer badeten darin. Sie entdeckten so die Heilkräfte des mineral- und algenhaltigen Wassers für Hautkrankheiten wie Schuppenflechte. Heute kommt das Wasser direkt aus der Quelle. Es gibt Poolbars, Wassermassagen, Gesichtsmasken im Becken und 1,2 Millionen Besucher im Jahr. Ragnhildur Jonsdottir ist Künstlerin. Sie arbeitet mit unterschiedlichen Materialien und Techniken. Durchgängiges Motiv ihrer Werke sind Elfen, Zwerge und Trolle. Wesen, die in Island seit Jahrhunderten hausen und mit denen Ragnhildur Jonsdottir kommuniziert. Ich war immer in Kontakt mit Elfen, dem verborgenen Volk und Wesen. Ich kann in verschiedene Dimensionen sehen und sie hören. Deshalb habe ich entschieden, mich darin zu üben, um es noch besser zu können. Ich habe eine Ausbildung als Heilerin gemacht und kann ihre Botschaften vermitteln. Und jetzt spreche ich über Elfen. Schon als Kleinkind hat Ragnhildur Jonsdottir Elfen und andere Wesen gesehen, mit ihnen gesprochen und gespielt. Dieses Buch hat sie zusammen mit den Elfen geschrieben, wie sie sagt. Die Bilder hat ihre Tochter gemalt. Dass es übernatürliche Wesen wie Elfen und Trolle gibt, ist in Island eine weit verbreitete Überzeugung. Natürlich glaubt nicht jeder in Island an Elfen. Vielleicht die Hälfte der Einwohner. Dann gibt es viele, die nicht sicher sind und kein Risiko eingehen wollen, weil es auch die Geschichten von den Leuten gibt, die verletzt wurden, nachdem sie Elfenhäuser zerstört hatten. Und dann gibt es die, die sagen, nein, das ist Unfug, gib ihr Medikamente. Ragnhildur Jonsdottir ist inzwischen eine national anerkannte Elfenexpertin. Sie wird sogar von den Behörden zu Rate gezogen, wenn es um den Bau von Straßen geht, die die Häuser der Elfen gefährden könnten. Die Rolle als Vermittlerin zwischen den Welten hat sie sich hart erkämpft. Hier in Galgaraun hat sie vor 5 Jahren mit ihrem Mann Laurus und etwa 60 anderen Umweltschützern gegen den Bau dieser Schnellstraße protestiert, die nun quer durch das 8000 Jahre alte Lavafeld verläuft, in dem die Elfen wohnen. 6 Wochen lang kamen wir jeden Tag hierher. Wir haben Kaffee gekocht, Geschichten erzählt und gesungen. Wir hatten viel Spaß. Aber dann eines Morgens. Ja, eines Morgens kam die Polizei und wir hörten die Bulldozer kommen. Und dann kamen 60 Polizisten und von uns waren vielleicht 30 da. Und sie haben angefangen, uns festzunehmen. Schließlich wurden wir alle verhaftet. Wir machten eine Art Sitzstreik. Wir haben uns geweigert zu gehen und sie mussten uns zu dem Gefangenenwagen tragen. Sie haben auch versucht, mich zu verhaften. Aber ich bin ein großer Mann. Und wir waren weit draußen im Lavafeld. Und sie haben aufgegeben, nachdem sie mich etwa 50 Meter getragen hatten. Am Ende gab es einen Kompromiss. Die Straße wurde schmaler gebaut als geplant. Die Elfenstätten verschont und weitere Baumaßnahmen im Lavafeld für die nächsten 20 Jahre verboten. Thank you.